The ancients' influence was incredible. From all walks of life to all parts of the world, their tendrils crept and wrought their insidious damage. Their prisons decayed constantly as their guardians' work continued. I discovered mention of a breakthrough in satellite radar imaging that revealed the presence of a hitherto unknown temple mound in the Angkor Thom region of Cambodia. An archaeologist of some repute, Dr. Edwin Lindsay, took it upon himself to investigate the area, to reveal the secrets of history. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. He found these in Paul Augustine, a collector of rare items who professed an interest in the discovery and agreed to help. After a dysentery-riddled two-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple dating back to the 12th century. Yes, this is it. It has to be. I hadn't expected the information to pan out, but here it is. The satellite data was correct. For years, I have searched for it without success. Here, all along, clouded from us beneath the great ancient's insidious magic. I am very pleased with your performance, Dr. Lindsay. Very pleased. In fact, so pleased that I will give you an early bonus. My God! You are a scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more experience than you. Don't be a fool. Die quietly, and you will not suffer. You cannot escape me, Lindsay. This place will be your tomb, just as it is Mantarok's. Guardians of Xelathoth, kill him! Willkommen zurück zu Eternal Darkness. Heute mit Indiana Jones. Ich meine natürlich Dr. Edwin Lindsay. Hier in den alten Tempeln. Und wir knallen dem Dämon, oder was es darstellen soll, erstmal Bams in the face. Der macht nämlich immer so schön seine Flügelchen auf. Bams. What the? Und das gefällt mir dann. Wir haben ja schon eine gute Waffe, denn wir befinden uns ja schon im Jahre 1983. Ja, da gab es schon Pac-Man. So, der zaubert ein bisschen. Was macht er denn? Schönes, wunderbares. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ein Diener von Xelathoth in der Tat. Er hat einen Zombie erschaffen. Ach, das ist alles. Was haben wir hier für diabolische Waffen? Eine Bürste! Ich werde dich zu Tode bürsten, das glaubst du gar nicht. Bams! So viel dazu. Ich werde dann Flinte. Warte. Ja, genau, wir hatten bisher immer die Pistole und jetzt mache ich mal mit der Flinte. Die werde ich nicht gleich ins Korn werfen. Da geht er down, da geht er down. Ich nehme mal Kukiri. Nee, Kukri. Oh, tschüss, Mann. Gut, weil sonst würde das unserer seelischen Verfassung nicht gut tun. Ach, du darfst auch dich auflösen. Bitteschön, ja. Gut, diese Tempelanlage kennen wir aus dem zweiten Part, aus dem zweiten Kapitel mit Elia. Die war hier schon beim Start vor ein paar Jahrhunderten. Die Statue einer sitzenden Gottheit. Eigentlich sollte sie Geschmeide um Hals und Hände tragen, aber es finden sich nur Zeichen der Abnutzung und Spuren von Bronzestaub. Ob ihr Schmuck von Grabräubern gestohlen wurde? Uha, dann sollten wir das wohl wieder finden. Ich glaube, hier gab es noch... Genau, untersuchen. Detail. Eine dicke Staubschicht verhüllt die Kacheln auf dem Boden. Wir haben ja die diabolische Bürste des Grauens. Und oh mein Gott, das ist der bronzene Armreif.
Ja, ich werde mich gleich noch ein bisschen mit Magie ausrüsten, denn dieses Kapitel war schon eine ganze Ecke schwieriger. Da sollte man keine halben Sachen machen. Erstmal kriegst du hier deinen Bronzereif. Viel Spaß damit. Und die Tür öffnet sich. Wir kennen ja den Komplex aus dem zweiten Part. Da geht es eigentlich nur ringsherum. Irgendwann ist Ellie dann in den Abgrund gefallen. So, ich wollte mal nachgucken nach der Magie. Magie. Ach so, ich habe noch gar kein Tome of Eternal Darkness. Bekomme ich das jetzt mal? So sieht's aus. Deswegen konnte ich auch noch keine Magie anwählen. Es macht irgendwie Sinn. Denn unser Freund Lindsay, schöner Name, wird jetzt erstmal erfahren, was mit Pius, Elia, Anthony und Maximilian bislang passiert ist. Dann viel Spaß bei den Erlebnissen. Ach, und Karim natürlich, der war der vierte. Maximilian der fünfte und du bist jetzt die Nummer 6. Viel Spaß, du Würstchen. So. Rübab! Warum so kopflos? Und tschüss, Mann! Du darfst auch mal baden gehen. Ja, der wartet ein bisschen, der wartet jetzt auf den Bus. Gell? Kannst du länger warten. Diese Gravur zeigt die Entwicklung der Menschheit. Intelligenz behauptet sich, die Gesellschaft wird aufgebaut. Hier zeigen sich schon die ersten Vorzeichen für den Niedergang der Menschheit. Dies ist die Dämmerung der Menschheit. Wie oft könntest du Menschheit in einen Satz einbauen? So. Aha, hier haben wir die guten alten Kerzen, die wir mit Elia ja angezündet haben. Ja, die brennen da seit 600 Jahren, ist so ganz klar. In einen Alkoven geschmiegt steht eine Anzahl an Kerzen. Sie spiegeln die Tageszeit wider. Seltsamerweise ist eine von ihnen entzündet. Wie ist dies möglich? Ja, sag ich doch. Hat die Elia vor 1200 Jahren angezündet. So. Thema Magie. Ich will ein bisschen ausrüsten. Magisches Item hätte ich gerne das Rote. Statt des Grünen, genau. Dann hätte ich vielleicht noch gerne... will ich meine Magie auffüllen? Das war wieder ein magisches Item, ne? Ich wollte Erholung machen. Sorry. Pass auf. Erholung. Zuordnen. Blau. Rechts. So, und jetzt machen wir Erholung. Zuordnen. Grün. Links. Jetzt haben wir magisches Item. Erholung, Erholung, Erholung. Wir werden wohl alles uns erholen müssen. Was wir jetzt auch bitteschön machen, ist unseren Säbel erstmal rot zu verzaubern. Kukri. Weil es wird ein bisschen dunkel und wenn die so ein bisschen verzaubert sind, sind sie nicht nur, ich glaube, ein bisschen stärker. Aber vor allen Dingen leuchtet es dann und dann habt ihr es nicht so dunkel, gell? Wurde schon kritisiert von wegen, so dunkel, aber ich habe es schon heller gedreht. Freunde der Nacht. Da mal wieder ein Trapper. Ohne mich! Ach, dann mach doch auch. Vergebene Liebensmühe, mein Kompagnon. Ist auch wieder die Bodenplatten natürlich, die lösen Fallen aus dem Boden, aber da werde ich intelligent, eklatant, geschmeidig das Ganze umschippern. Ein metallener Armreif liegt auf einem Sockel. Ja, checken wir mal ab, ne? Der Edwin Lindsay, ach wie schön. Der Edwin Lindsay. Also Lindsay Lohan mochte ich wirklich mal, als sie neu kam 2004. Wurde damals, hieß es von wegen neue Brünette Britney Spears. Hat auch einen ersten Song gehabt, der war ganz cool hier. Rumors. Fand ich echt cool, aber kurz danach hat sie sich blond gefärbt und dann kamen die Skandale und dann sah sie auch nicht mehr so überragend aus nach ihren ganzen Drogengeschichten, aber ich sag's einfach, wie es ist. Jetzt anno 2004 fand ich Lindsay Lohan noch cool. Tier. Eine gravierte Steinplatte verpackt sich hinter dem Spinnweben. Ja, nehmen wir mit, den Kodex. Was ist hier am Start? Ein bisschen eng hier zum Kämpfen, oder? So, aber vielleicht erinnert ihr euch an den Zauber, dass man... Achtung! So eine Barriere erstellen kann, so ein Areal. Und das hat er hier schon scheinbar gemacht. Bronze Halskette. Abchecken, klar. Kann ich da nach hinten? Nein, da muss ich erst den Kerl befreien. Aber noch kein Mittel, kein probates. Gut, wir haben eine Bronzenhalskette. Damit können wir schon dafür sorgen, dass hier alles
mit rechten Dingen zugeht. Auch noch keine Falle aktiviert bislang in diesem Part. Wird nicht so bleiben. Weil hier gibt's echt viel. So. Brauchst eine Halskette, da wird sie sich freuen, die liebe Statue. Nicht? Der Tempel ist auch nice aufgebaut. Ich mag ihn aber trotzdem nicht. Ich weiß nicht warum, ich mag den Tempel nicht und bin froh, wenn wir es gepackt haben. Okay. Da ist auch was los. Jetzt habe ich zwei Wege. Gehen wir mal diesen. So. Was ist das denn? Die Steinstatue der Naga, einer Wassergottheit mit Schlangenköpfen, wacht in der Ecke des Raumes. Vor ihr befindet sich eine erhöhte Plattform, auf der ein Armreif liegt. Ja, Silberreif. Ja, natürlich, Metall, Bronze, Silber. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Give it back. Ja, was wird denn gleich? Komm, ich gebe dir deinen Metallreif zurück. Ja, das ist der Witz an der Sache. Natürlich, wir nehmen den Silberreif und kommen dann nicht mehr weg. Aber wenn wir den Metallreif hinlegen, dann ist die Statue so blöd. Oder die Gottheit. Guck mal, das ist direkt eine Platte. Sieht aus wie ein Pfannkuchen oder was? Noch! Guten Morgen! Das ist ein ziemlicher Kater, ne? Wenigstens brummt der Schädel nicht mehr. Bams! Hat sich mein Säbel wieder ausgesäbelt. Ach, ich habe Energie aufgefüllt. Habe ich überhaupt welche verloren? Ja, doch ein bisschen. Ich wollte hier. Mach ruhig. Dieses Item ist jetzt magisch. Oh, Platte. Achtung, Achtung, Achtung. Da bist du platt, was? Steht da noch einer auf? Oh Mann, nicht auf das Ding! Der macht natürlich drüber, ne? Da kennt er nix. So, untersuchen, bitteschön. Bürste. Was? Es ist zu gefährlich, eine Bürste zu benutzen. Okay. Bams. Jetzt vielleicht. Oder sollen wir noch den Finalschlag. Ey, aua. Nur weil dieser Dappes da reingelaufen ist. Ich kann ihn kaum finishen. Nur weil hier so irgendwas rumfliegt. So, dürfen wir jetzt? Ach, nicht guck hier, Dings. Die Bürste des Todes, Mann. Was gibt's hier Schönes? Zeig mal her. Metlek oder so. Jedenfalls noch ein Kodex. Ja, mehr Leute konnten sich da auch nicht mehr auftreiben, ne? Aber die sind, glaube ich, grün. Ist unser Säbel denn noch rot verzaubert? Ja, ist er noch. Deswegen leuchten die Zombies auch so wunderschön rot, wenn wir da mal draufhauen. Das dürfte sehr effektiv sein. Und der hat eine Rune gehabt. Die habe ich jetzt. Ich weiß gar nicht welche. Ich wollte alle noch mal kurz bashen. Nee, es wird wirklich kein Spaß. Ich würde mich in diesem Kapitel anstrengen. Was? Und auch immer die den Verstand auffüllen, weil sonst wird später wirklich problematisch. Wenn die, wenn der Verstand niedrig ist und dann verlierst du Energie und es wird vielleicht noch knifflig. Vielleicht übertreibe ich mal wieder maßlos, wer weiß es so genau, aber auf jeden Fall will ich diesmal nichts anbrennen lassen und mich so gut wie möglich anstellen. So ist es ganz einfach. War ich hier schon mal? Oh, die Idioten kommen aus der Richtung. Und latschen über alles drüber, was nicht nied- und nagelfest ist. Ah, okay, aber ich habe keine andere Wahl. Okay, dann mal durch. Hat sich selbst gebasht. Ich sag mal, haha. Ich bin nämlich heilen Fußes hier ans Ziel gekommen. Darf bürsten, bis die Schwarte kracht. Und hab den Spruch Aufhebung gefunden. Chaturga, Netlek, Fettgebor. Also, Areal aufheben. Liest sich schon raus. Habe ich die Rune? Ich habe gedacht... Ach, Tier ist das. Ja, natürlich. Redgomor hatte ich doch schon. Hier, Redgomor Areal. Das Tier rufen. Meinetwegen. Nee, es heißt nur Tier. Also es heißt doch international Tier. Das hat nichts mit dem Tier, dem deutschen Wort Tier zu tun. Im Schutz der Schatten macht eine Statue über den Raum. Schon ein kurzer Blick zeigt, dass Spuren von Silber Unebenheiten an Hals- und Handgelenken hinterlassen haben. Ein deutliches Indiz dafür, dass hier der Zierrat fehlt. Habe ich doch irgendwas gehabt? Ich bin jetzt leicht durcheinander, was ich habe und was nicht. Silberreif, da bitte.
Eher ein Ellbogen, Ralf. Du bist reif, ne? Marcel ist reif. Dann pass auf, gleich holt er noch seine Bürste raus und ist fleißig am Bürsten da stehen. Ich finde jetzt hier nichts. Immer auch auf die Spinnweben achten. Wäre nice. Achso, das ist jetzt der Witz an der Sache. Wir müssen den Kerl befreien mit unserem neuen Spruch. Und zwar Roach. Also ich will das Aufheben nicht auf eine Schnelltaste legen, weil brauchst du nicht so oft. Ja, heben wir es mal auf. Sprechen das Ganze. Was hat er? Ich weiß nicht mehr, welche Farbe er hat, sorry. Mal gucken. Er hat grün, also müssen wir rot machen. Aufhebung auf rot. Also ich will dich ja nicht zwingend freilassen, aber ich muss da hinten dran, das tut mir sorry. Dann wollen wir mal. Autsch. Ja. Und in die Augen. Auch das müsste sehr effektiv sein, weil das alles hier sehr tough ist. Und ihr seht schon, wir kriegen von jedem hin abgezogen hier. Verstand, Energie, alles. Ich benutze jetzt doch mal lieber das Gewehr. Hier keine halben Sachen machen. Flinte. Bams. Also. Ja, ich hab den natürlich schon ordentlich geschwächt, so ist es nicht, ne? Außerdem ist der Zauber jetzt weg. Weiß nicht, ob er deswegen weg ist oder... Naja, auf jeden Fall. Geben! So. Jetzt kann ich hier dran und hab die silberne Halskette. Überragend. Die wird ihm bestimmt stehen, dem Lindsay. ich bin auf irgendwas... Ey! Warum hat es beim ersten Mal nicht geklappt? Okay, jetzt nehme ich alles mit. Dann heile ich mich mal eine Runde. Magie füllt sich ja ohnehin wieder auf, wenn wir laufen. So ist es, deswegen kann man da reinen Gewissens jetzt mal ein bisschen aufpimpen. Man beachte auch die Unterschiede zum weiß gar nicht, welches Zeitalter das war mit Elia. Auf jeden Fall ist ja alles jetzt grün überwachsen. Das heißt, der Tempel steht schon ein bisschen länger da. Untersuchen. Ach, hier war die Silber. Ach komm, ist super. Dann kriegst du das mal um den Hals. Steht dir. Ein neuer Gang. Und den kannte Elia noch nicht. Das war alles ein bisschen anders mit Elia. Hier ist jetzt wieder... hätte ich mal lieber vorher gezaubert. Ich probier's. Vielleicht bin ich schnell genug. Genau. Gerade noch. Item ist magisch. Bams, rüber ab. Aber hier ist auch ein bisschen dunkel. Die Musik ist auch ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll. Runter mit dir, mein Freund. Der hat was in sich, was ich gerne hätte. Das ist vielleicht die Tierrune. Linse. Oh, das sieht ein bisschen anders aus. So ein Blitzableiter. Mal ganz im Ernst. Ich sehe da Parallelen. So. Ah, schon wieder so ein Viech. Nee. Heute nicht, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja, der Nebel ist auch nicht prickelnd. Wir kommen hier nur weiter, wenn wir die Rune haben. Schön. Boah, sieht aus wie ein Gesicht da hinten. Übel. Auf geht's. Ach man, hier schon wieder. Ich zeig mal die Karte, ne? Also, ja, es ist zwar nur Umrisse zu erkennen, aber da geht's wieder im Kreis. Da muss man unweigerlich Bams. Ja, aktiviere noch ein paar Fallen, also kein Problem. Das ist ganz gechillt da hinten. Ne? Urlaubsparadies und so. Ja. Das geht doch mal. Will ich aus dem Weg haben. Mein lieber Kompagnon. Ach, der löst sich auch auf. Warum auch nicht, ne? Juhu, Knochenbrecher. What? Warum will ich erst diesen Weg gehen? Bin ich eigentlich bekloppt? Ja, definitiv. Das kann man so sagen. Autsch. Ja, weil die Zombies da... Okay, ich bin diesen Weg gegangen. Yes, sir. Na, du? Wie geht's? Eine Statue aus gemeißeltem Granit, die einen Tempelwächter darstellt. Er bewacht die sitzende Gottheit, die sich in der Ecke des Raumes befindet. Meinst du die da? Die Statue einer unbekannten Gottheit, die in typischer Pose sitzt. Es scheint, als halte sie etwas Wertvolles fest. Ein Goldreif. Sah zumindest so aus. Macht Sinn nach Bronze und Silber. Hier auf den Hebel gehen. Lässt das los, aber ich glaube, der Kollege...
will es dann auch wissen, ne? Yeah! Komm hin, komm hin! Ja, kriegst du! Yes! Goldener Armreif. Überragend. Ich glaube, hier gab es noch... Was? Hier gibt es eine Platte, die in die Wand eingelassen wurde. Es scheint, als könne sie bewegt werden. Soll Lindsay gegen die Platte drücken? Klar. Habe ich gemacht. Ist nicht so viel passiert. Weiß ich auch gar nicht mehr, wofür das gut war. Ich habe ein paar Fallen aktiviert. Das ist gut. Oh mein Gott. Jetzt sieht man die Fallen doch ein bisschen schwieriger. Welche Platte jetzt doch mir Unheil bringt. Oha. Okay. Ja, gut. Gut, da kann ich... Soll ich noch nicht lang anscheinend. Oha, ich bin noch voll losgerannt, ne? Zum Glück. Autsch. Gut. Eine Runde heilen. Auf Kosten des Hauses. Hua! Okay. Das ist, Ulajotsch. Auf jeden Fall so eine Barriere, komm du erstmal weg. Da müssen wir den Aufhebungsspruch machen, und zwar Rot wird vernichtet von Grün, also den Aufhebungsspruch auf Grün. Aufheger sprechen auf Grün. Ah, alles klar, Rot Larissimo hier. Müssen die drei Stellen finden, wahrscheinlich in jeder Ecke, und dann hat das seine Richtigkeit. Auch hier müsste es was zum Drücken geben, was Lustiges. Oder was ist hier? Neben der Statue befindet sich ein kleines Becken. Vielleicht ist es auch ein Taufstein. Neben dem Becken ist ein kugelförmiger Schalter angebracht, auf dem ein steinerner Sockel sitzt. Soll Lindsay den Schalter betätigen? Was passiert? Ja, lass es dir schmecken, mein Freund. Dieses Wasser riecht verdächtig nach starker Säure, die wahrscheinlich stark genug ist, um Metalle aufzulösen. Und auch Fleisch, wenn Lindsay nicht vorsichtig ist. Okay, also vielleicht lieber doch nicht trinken. Überlegst du ja nochmal. Die Platte drücken wir natürlich auch, weil es gerade so Bock macht. Ja, für was ist die Säure gut? Ich glaube, da finden wir noch was. Och nee, nicht Leute, nicht einfach da reinlatschen. Okay, ich aktiviere mal alles. Hat sogar geklappt. Hier ist ein Kollege. Gold brauchst du. Gold, du kriegst Gold. Du magst Gold, du kriegst einen Goldreif, aber du willst bestimmt noch eine Halskette, oder? Ja. Okay, Giftgas. Ganz cool. Wir machen eine Biege. Da haben wir auch den nächsten Raum. Round, round, baby, round, round. Ah, nein! Er hat mich gepackt. Alter Bückling, du. Wenn du schon da liegst. Autsch, ich wollte doch gar nichts davon. Mach mal locker da. Ich glaube, die können sich sogar neuerdings Körperteile regenerieren. Aber dazu, so weit lasse ich gar nicht erst kommen. Ne? Ich gebe dir volle Möhre. Alles abtrennen ist ja wohl das Mindeste. Ah, der wehrt sich noch. Guck, der andere hat wieder seinen Kopf und alles. Obwohl ich dem auch schon eine Behandlung gegeben habe. Obwohl die Regeneratoren. Der andere hat jetzt auch wieder seinen Kopf. Einfach draufkloppen, bis sie keinen Bock mehr haben. Das ist die Devise. Und Finalschlag, bitteschön. Und bams. Schön. So hat das. Jetzt machen wir den Spruch auf. Das war grün, also muss ich rot machen. Ne? Es ist einfach so zu merken. Feuer auf Pflanze, Pflanze auf Wasser, Wasser auf Feuer. Gut, läuft alles nach Plan. Dann möchte ich da dann durch, schätze ich mal. Einfach so. Wahrscheinlich. Echt? Was? Okay, schön. Mal ein bisschen drücken. Pressen, pressen. Ha! Ah, ich habe heute meinen Spaß, ist die Hauptsache. Ah, ich muss schon wieder die Platte. Oh, es passiert nicht so viel. Es passiert nicht so viel. Haben hier was Feines? Ey. Lecco mio. Das ist der Spezialist, der schon wieder da alles angeschmissen hat. Übel, übel. Das lasse ich mal vorbeigehen. Ah, ja, was soll ich da machen?
Nix wie raus hier. Ganz ruhig, Kumpel. Okay, das mit dem ruhig bleiben, dann wollen wir uns mal überlegen. Flinte. Ja, die haut schon rein. Das sind wenig vernünftige Waffen hier. Nicht wie in den 50er Jahren, sondern hier mal ordentlich. Die Energie geht allerdings zu Neige. Das wäre völlig uncool, wenn wir draufgehen würden. Ach, komm schon. Wer hat den Fernseher ausgemacht? Also auch das war eine Halluzination, dass jemand den Fernseher ausschaltet. Ganz uncool. So, ich kann nicht mehr nachladen, aber zum Glück hat er auch genug. So, also nachladen kann ich schon. Jetzt möchte ich doch erstmal alles gucken. Du verschwindest. So. Energie. Schon mal oberste Priorität. Oh, leck mio. Wir müssen ja auch Magie machen, ey. Das ist voll übel. Machen wir erstmal den Rest, nämlich nur Blatt drücken. Weiß der Teufel, was es eigentlich bringt. Da können wir bürsten. Als ginge es um unser Leben. Ah, sieh mal an. Eine schmutzverkrustete Halskette lag versteckt hinter den Spinnweben. Take it. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal genug. Au! Locker, Kumpel. Um den blauen Zauber zu machen, um das hier aufzuhebeln. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Puff. Oha, oha, oha. Da dürfen wir durch. Vielleicht gibt es da was Atemberaubendes. Wird man sehen. Ach so, ich wollte gerade schon was nehmen. Habe ich denn noch Energie für irgendwas? Ah ja. Ein bisschen Energie auffüllen mit unserer mickrigen Magieanzeige. Ihr seht schon, es wird ein bisschen kniffliger. Verkrustete Halskette. Haben wir noch irgendwas? Eine Fackel. Ich speichere mal eine Runde. Weil es wäre ein bisschen ärgerlich, wenn wir jetzt irgendwo down gehen würden. Gerade mal überschreiben, was wir zuletzt da hatten. Edwin Lindsay. Dann wollen wir zurück zum Säurebecken, würde ich vorschlagen. Oh, die Spezialisten füllen gleich alles hier mit. Ja, ihr merkt schon. Warte. Ich dachte schon. What the hell? Das sind noch mal ganz schöne Messerchen. So. Das war gar nicht hier. Verdammter Mist. Die Barriere haben wir jetzt aufgelöst. Müssen wir mal gucken, wo die überhaupt steckt. Ach, jetzt hör doch mal auf, ey. Ich tapp mich überall rein. Fatzkes. Da haben wir die Statue. Oh, ho, ho, ho. Jetzt aktiviere ich alles. Aber ich muss hier durchrennen. Ich muss mein Leben retten, hallo. Volles Giftgas und so. Jetzt habe ich ein bisschen Magie wieder. Um mich zu heilen. Warte mal. Bin ich eigentlich total bekloppt? Ich kann doch meine Magie heilen. Jetzt habe ich meinen Verstand geheilt. Das wollte ich nicht. Ha! Wenn ich meine Magie heilen kann, habe ich noch mehr Magie. Oder mach ein bisschen Magie, damit es schmeckt. So, nein, nicht betätigen. Du legst erstmal deine wunderschöne verkrustete Halskette rein. Yes, sir. Und dann funktioniert das hoffentlich hier mit der Säure und so. Ja, würde Sinn machen eigentlich. Halt die Klappe, wissen wir doch. Yes, it works. Naja, ob die so grandios geil aussehen würde, stellt sich mir die Frage. Ist Gold eigentlich so... Warum hast du geschossen? Ist Gold so viel ein besseres Metall, dass man das quasi lieber haben will? So. Mach! Er will nicht. Warte mal. Jetzt hier gab's diesen Weg, ne? Ja, solange es kein Giftgas ist, das kommt bestimmt jetzt. Hier können wir doch jetzt durch, neuerdings. In der Wand ist ein Loch, gerade groß genug, dass ein Hund hindurch passen würde. Hund. Rudi, hallo Rudi. Dem Netz hat mir jemand erzählt, dass der Nachbar oder so irgendwie einen Hund hat. Namens Rudi. Also nicht mein Nachbar, sondern der Nachbar von der Person, die es mir erzählt hat.
Fand ich äußerst lustig. Ein Pudel. Würde ich gerne kennenlernen. Der leibhaftige Rudi. So. Ja. Fragt sich allerdings wie. Wir können ja Tier rufen. Ah, warte, du kriegst die Gold. Dings. Das ist echt überragend. Hübsch. Was haben wir denn hier in dem Geheimgang? Oder was es darstellen soll? Remember me, Alex. How can I forget you, Grandpa? You've always meant the most to me. Ever since my parents died. Yes. Ever since they were killed, you've been my little girl. Yes. My little girl. This isn't really happening. Oh, bisschen creepy ist es schon, ne? Jetzt gehen wir mal wirklich durch. Okay, hier ist einiges los. Ich würde vorschlagen, Leute, der Part ist schon ziemlich lang. Wir wollen im nächsten Part dann mit Lindsay beenden und mal sehen, was bei Mantarax so abgeht. Ne? Da befindet sich ja zumindest in diesem Tempel, wie wir aus dem zweiten Part wissen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, weil ihr wisst ja, Eternal Darkness gucken nicht mehr so viel. Ist doch eigentlich ganz gut, oder? Das Spiel ist, ich mag das Spiel. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Freunde, bis dann und ciao.